Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins in Tone Run. Und ja, wir haben in der letzten Folge gegen Toads eigenen Bruder Hugo gekämpft und ihn besiegt, der sich darauf mit den anderen Magiern zurückgezogen hat. Und jetzt ist Kishka hinzugekommen und macht sich über unsere Familienprobleme lustig. Ja, Kishka. Warum hast du sie gehen lassen, die Klaue? Irgendwie bezweifle ich, dass du meine Abneigung dafür, gegen Magier zu kämpfen, teilst. Also, ich weiß, sie waren deine Freunde, aber das ist irrelevant. Du hast dich für unsere Seite entschieden. Und du weißt sicherlich, kennst sicherlich die Konsequenzen für Ungehorsam. Wenn du ein Problem mit meinen Taten hast, dann komm und greif mich an. Ja? Meine Mission ist es, die Göttinnen und die schwarze Perle zu finden und zu schnappen. Das ist das Einzige, was mir im Kopf rumgeht. Es schien mir einfach nur Zeitverschwendung zu sein, gegen sie zu kämpfen. Aber wenn du eine große Sache daraus machen willst, wirst du die Art von Hindernis, die ich eliminieren soll. Du hast ja Nerven. Okay. Ich denke, ich kann diese erbärmliche Ausrede akzeptieren und es vergessen. Aber guck, dass du die Göttin und die schwarze Perle vor uns findest, wenn du schon so das Maul aufreißt. Ja. Kishka, der Mann, der sich mit Commander Tova angelegt hat. Wenn es zu roher Stärke kommt, ist er genauso gut wie ich. Vielleicht sogar besser als ich. Sieht so aus, als hätte jeder seine Augen auf mich geworfen. Das macht die Mission nicht gerade einfacher. Jep. Und wir dürfen endlich weiter. Oh, zwei Truhen. Was haben wir denn hier? Die Water Dragons Gates und Cleria Erz. Ja, genau, das ist das Stück Cleria Erz, was wir normalerweise als Unika von ach komm schon. Gleich fällt mir der Name wieder ein. Nein, fällt er mir nicht. So, ein Stück Cleria-Erz. Mit meinen Kräften, wie sie jetzt sind, sollte das eine einfache Aufgabe sein. Toll hat die Energie des Ohrs, des Erzes in seine Klauen übertragen. Ja, das scheint gut zu funktionieren. Wenn ich noch mehr finde, sollte ich den Prozess wiederholen können, ohne Schwierigkeiten. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Jedenfalls haben wir jetzt die Drachenschuppen und können damit unter Wasser atmen. Auf jeden Fall können wir nochmal hier speichern. Wir können die jetzt vielleicht aus dem Weg räumen. Auch wenn du jetzt groß und böse wirst. Ach ja, Rico heißt er. Der Gemma-Junge. Der in der Lage ist, mit dem Erz die Waffe zu verstärken. Er hatte ja, im ersten Durchgang ein Stück Erz für uns dabei. Das kriegen wir hier allerdings nicht von ihm. Wäre auch ein bisschen komisch. Deswegen kriegen wir das jetzt halt hier so.
zusätzlich zu den Drachenschuppen. So. Und mit den Drachenschuppen sind wir jetzt endlich in der Lage, tiefer ins Gefängnis vorzudringen. So, du noch weg. Wow, nicht die Gift hier. So, jetzt du hier. Jetzt die Plattform anheben. Und das war nix. Deswegen gleich nochmal das Ganze. So, die beiden waren weg, bevor sie überhaupt was machen konnten. Und ja, noch ein Emerald. Godspeed increased. Wird wahrscheinlich trotzdem nicht viel bringen. Außer, dass wir gleich jetzt ein Level-Up haben. Ja, Level Up. Und dass wir das blaue Zeug hier schlagen können. So. Dann haben wir hier noch einen. Und ja, dann geht's jetzt hier in das Unterwassergebiet. Hier sollten wir gucken, dass wir schnell durchkommen. Weil selbst mit Drachenschuppen verbrauchen wir noch Luft. Und hey, wir kommen mal wieder nach draußen. Noch eine Dämonenstatue. Hier am Anfang steht die wirklich ziemlich oft. Oh ja, hier könnten wir ja mal die Rüstung verstärken. Ja, ja, mehr will ich gerade nicht tun und speichern. Genau, so. So, du dann noch. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier hochkommen und diese Wasserläufer hier ausschalten, damit der Weg vorwärts weitergeht. Ja, glaubst du, ich habe Angst mit deinem Laserbeam. Naja, und hier ist mal keine Barriere, hier geht einfach bloß das Gittertor runter. Das ist mir so gar nicht noch nie richtig aufgefallen. Okay, Oxygen maximiert. Aua. Ah ja. Meine Freunde, die nun Schadensschildkröten. Die wir jetzt einfach mal ignorieren. Wenn wir es können. Genauso wie wir dich ignorieren. So, und unseren Sauerstoff auffüllen. Ah, schneller sinken wäre nicht schlecht. Ah, Probation. Glaube ich erst hier runter. So, maximal Sauerstoff. Oder Frucht. So, da geht's hier runter. Nein, halt. Aua. Da schnell raus.
Black Leggings, jawohl. Die dürften uns normalerweise helfen, durchs Wasser zu kommen. Ah, mit euch beiden gebe ich mich jetzt nicht ab, ist mir zu doof. So, genau. Noch eine Oxyfrucht einsammeln. Sauerstoff für wen wir brauchen. Und dann haben wir da unseren nächsten Gegenstand. Den Donnerhammer. Ja, und wir kriegen den Thunderclaw Skill. Das ist Toads mächtigste Fähigkeit. Oh, 100. 100er Kraut ist auch nicht schlecht. So. Aua. Denn diese Fähigkeit entzieht Gegnern das Leben und gibt sie uns. Was ich sehr praktisch finde. Auch wenn es am Anfang nicht besonders viel ist. So, jetzt haben wir wieder maximales Oxy. Maximal Sauerstoff, der war ja kurz vorm Alle gehen. Aber so dürften wir dann auch durch die Jungs hier durchkommen. Und das ohne Probleme. So, hier die Truhe. Mit dem Arthropod-Medaillon. So, das waren aber nicht die einzigen Schildkröten, hier sind noch mehr als genug. Und das war die letzte jedenfalls, die uns hier im Weg stand. Die uns die Tür jetzt aufgemacht hat. So, jetzt kommen wir hier weiter. Und ja, man merkt schon, die Clown-Fähigkeit ist ziemlich stark, aber verbraucht halt auch viel Mana. Oder viel magische Energie. Und ja, hier kommen wir jetzt gerade, weil wir keine Energie haben. Na komm, die hauen wir mal kurz weg. Und die können wir dann so töten. Okay, zwei mit einer Klappe ist auch nicht schlecht. Und immer höher. Und fertig. Und neue Viecher. Die da unten können wir gepflegt ignorieren. Okay, so kommen wir da auch rüber. So. Und noch mehr von euch. So, dann haben wir uns einfach einmal durch und da sind wieder Laserbeams. Jede Menge Zeug. Hier war der Ruhr. Genau, und den sprechen wir jetzt gleich an. Aber vorher mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.